Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um einen Fendt, ja, wie ihr sehen könnt. Der ist unter mittelgroßen Traktoren zu finden und es gibt zwei Versionen von dem Fendt 400. Es gibt einmal den Fendt 400 Farmer und einmal den Fendt Vario TMS. Und zwar hat der Fendt Farmer 400, hat 115 PS bis, gehen wir mal eben durch, bis 125, also ist eher so ein kleiner Schlepper, hat aber dieselben Einstellungen, wenn ich das richtig gesehen habe, wie der andere auch, also wie der TMS. Und beim TMS ist es so, haben wir halt ein bisschen mehr Leistung. Dementsprechend werden wir den jetzt auch nehmen, ich werde euch den vorstellen. Ach stimmt, und der andere hat, sehe ich gerade, ha, ist ja mal wieder, der andere hat, der hat hier das Nummernschild, ha? Und der Vario TMS, der hat das hier oben links. Mal wieder ein Mod mit einem Nummernschild. Ihr wisst ja, ich feiere das immer. Ich finde das immer cool, wenn sich die Modder immer noch die Mühe machen, da wirklich ein Nummernschild irgendwo dran zu bauen. Das wertet das Ganze noch immer ein bisschen auf, finde ich. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach an. Und ziehen uns den guten mal rein. Und zwar geht es los mit... Ihr seht es, Farbeneinstellungen haben wir in dem Fall nicht so viel. Ne? Es gibt einmal dieses Schwarz, einmal dieses Petrol und einmal dieses kommunalen Fendt Classic halt. Und hier auch. Ne? Also es gibt nicht so viel Farben, muss man auch nicht haben. Ne? Es sei denn, man braucht jetzt einen pinken Schlepper für die Frau, die heute zu Hause auch nochmal mitspielen möchte. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. So, wir haben die Reifenhersteller Michelin, haben wir Trelleborg und Nokian. Das sind halt die Standardreifen. Dann gibt es hier einmal ein Standard, das Ganze, dann gibt es das mit Radgewichten, drehen wir einmal die Bude, mit Breitreifen und Gewichten, Pflegebereifung und halt die Standard, und bei den Michelin gibt es auch nur die Breitreifen und die Standard. Wir nehmen die Trelleborg und dann nehme ich immer ganz gern die Breitreifen. Wir haben hier das Design mit Vorderrad-Kotflügel und dann können wir die ausmachen. Hier an der Seite, dann sind sie weg. Und dann sind sie wieder da, weg, da, weg. Aber ich lasse die immer dran. Ich finde das immer ein bisschen besser, wenn die dran sind. Design haben wir hier. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Das ist nämlich einmal mit Warnschildern, das Ganze. Und einmal mit der Rundumleuchte. Einmal Rundumleuchte links und rechts. Und einmal ohne. Also Standard und halt diese Rundumleuchten. Wir nehmen jetzt einfach mal ausnahmsweise das ganze Paket, würde ich gerne nehmen, mit Warntafeln und den Rundumleuchten. Das mache ich ja nicht so oft. So, dann haben wir eine Anhängerkupplung ohne Frontzapfwelle und mit. Ne? Das ist hier, da könnt ihr hier sehen, seht ihr ja. Wir nehmen in dem Fall mit. Und dann haben wir hier einmal 135 PS, 165 PS. Das sind halt so die PS-Zahlen, die Motorleistungen. Und wir haben Frontladeranbau einmal von Stoll und Hauer, Fendt Cargo. Und ja, das war's. Wir nehmen aber in diesem Fall keinen. Ja, im Prinzip sind das die Einstellungen. Wir fahren mal eben auf den Vorführplatz bzw. Hof und gucken uns das Ganze dann mal an. Bis gleich. So, angekommen jetzt hier auf unserem Vorführplatz. Ja? Die Leute, die länger zugucken, die wissen schon, was das hier ist. Ne? Gut, wie gesagt, Fendt Vario, ne? 415, TMS steht auch hier drauf. Gucken wir uns mal an, einmal von vorne. Sollte eigentlich alles top sein, was ich mal wieder cool finde, ein niedersächsisches Nummernschild. Der Mod kommt vom guten Modding, also der nennt sich Modding. Und ich glaube, der kommt sogar aus Niedersachsen, weil der macht immer, wenn er Nummernschilder macht, macht er ein Niedersachsen-Nummernschild dran. Der kann sich ja mal melden bei mir, würde mich mal interessieren. Oder falls ihn einer kennt. Einfach mal verlinken hier, dass ich seine Mods immer vorstelle. Gut, wie gesagt, einmal von vorne, ne, hier haben wir die schöne Zapfwelle dran und hier auch, wir können ein bisschen in den Motor reingucken. Ist ja mittlerweile alles so mehr oder weniger Standard, ne? Also da braucht man nicht weiter drauf eingehen, ne? Ist eigentlich, wie gesagt, fast das Standardmodell, würde ich sogar sagen. Und von den Texturen her alles tippitoppi, richtig gut. Wir haben hier aber noch ein paar Aufkleber drauf. Was ich hier mega geil finde, ist natürlich die Rückleuchten. Man sieht die Knöpfe richtig mega gut. Und auch hier die ganzen Aufkleber. Ne? Die kann man richtig gut erkennen.
Finde ich schon wieder echt mega, 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 mega schick. Es sind halt so Sachen, die für mich das halt ausmachen, so ein Mod. Ne? Was bringt es mir, wenn ich einen Mod habe, wo immer 1000 Sachen einzustellen sind, aber die, und der ganze, sorry, wenn der ganze Schlepper dann halt nicht mehr so schön ist, ne? Aber wie gesagt, das ist halt auch immer so eine Geschmackssache. Ne? Jeder mag es anders. So, gut, dann hier von der Seite auch. Man kann die Reifen super erkennen. Sollte eigentlich aber auch alles Standard sein. Ne? Gut, gehen wir einmal rein. Und, das... Richtig, Druckluftsystem hat er auch. Hier zum Beispiel den Teppich, finde ich auch richtig gut. Der sieht richtig gut aus. Ansonsten ist das, glaube ich, auch eigentlich echt Standard hier. Na, aber die Auflösung, finde ich, ist richtig gut. Richtig gut gelungen. Da gibt es auch Fans, die nicht so gut sind. Wie gesagt, ich weiß halt jetzt nicht, ob das das Standardmodell ist, aber ich denke mal schon. Oder gibt es den überhaupt nicht? Ist auch egal. Keine Ahnung. Wird Zeit, dass der neue LS kommt. So. Und genau, dann machen wir auch erstmal einen Blinkertest. Bevor wir überhaupt irgendwas machen. Blinkertest und Lighttest. Blinker links und die Blinker. Richtig schön. Schön, schön sind die. Na, hier auch Rücklicht. Ich wollte mal... Und das Nummernschild, Leute, ist auch beleuchtet. Na, richtig geil. Das ist das genau, was ich feier. So eine Sachen. So, einmal von vorne. Sollte eigentlich aber auch alles funktionieren. Also ich glaube, so Blinker und obwohl, das hatten wir ja auch schon, dass die Blinker nicht funktioniert haben. Hier das Arbeitslicht vorne und das normale Licht vorne und das halt mit voller Kanone. Einmal, gehen wir einmal rum. Na, hier an den Warntafeln, da ist das auch dann noch beleuchtet. So, wir können die Warntafeln und die, ich das jetzt richtig gesehen habe, mit X einmal ausfahren. Und da muss ich jetzt erstmal gucken. Da muss ich jetzt erstmal wieder rumschalten, weil ich mache immer diesen HUD aus. Und dann ist das für mich nämlich einfacher. Also man kann, glaube ich, auch wenn der HUD out ist, wenn der HUD aus ist, kann man, glaube ich, auch nicht... IC Control steuern. Deswegen müssen wir mal kurz gucken. So, genau. Traktor aufklappen. Also ist in dem Fall ist die X-Taste, ne? Die Warntafeln. Ne? Und die Abdeckung wäre in dem Fall die Taste N. Dann gehen hier die Rundumleuchten hoch. Ne? Also das ist zum Thema dazu. Weil wenn wir reingehen, dann hat er halt kein IC Control verbaut. Ich kann euch das jetzt nochmal zeigen. Das ist halt, das ist wieder mit der Maus, ne? Mit der Maus könnt ihr dann hier wieder die Türen öffnen. Ne? Also mit der Maus könnt ihr die Türen öffnen. Also nach oben geht die linke Tür auf. Man muss immer die rechte Maustaste drücken. Rechts geht dann die rechte Tür auf. Ist aber eigentlich auch hier oben drin, ne? Da. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Weil das ist nämlich immer anders. Aber eigentlich müsst ihr euch das da selber mal ein bisschen reinfuchsen. Auf jeden Fall funktioniert das so. Ne? Also mit beide Maustasten gedrückt und nach vorne, dann geht die Frontscheibe auf. Und wenn ich, eigentlich müsste das dann, wenn ich das jetzt hier einmal drehe, ja, da hat er schon was gemacht. Hat er auf jeden Fall schon mal. Das ist es nämlich. Ja, genau. Es geht hier auch wieder irgendwas auf. Dann geht hier die Dachluke auf. Ne, mit der Mitte, mit dem Mittelmausrad und rechts könnt ihr die oben die Dachluke aufmachen. Wie jetzt das hinten jetzt hier aufgeht. Das ist jetzt wieder so ein Sach. Ah, okay. Beide Maustasten gedrückt und nach rechts. Dann geht das hinten auf. Gut. Ist halt immer ein bisschen umständlich, aber. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat und eine gute Maus hat und nicht so eine Schrottmaus wie ich, dann klappt das auch alles. So, haben wir das auch. Gut, ansonsten haben wir hier keine IC-Control-Einstellung, gar nichts. Ist aber auch weiter nicht schlimm. Ne? Machen wir nochmal den, gehen wir nochmal raus, dann machen wir nochmal die Rundumleuchten an. Die sollten eigentlich auch funktionieren.
Die waren hier. Da. Ne, sind noch so ein bisschen die Oldschool-Rundumleuchten. Finde ich aber auch ganz cool. Gibt es ja auch nicht mehr so oft. Viele haben ja diese LED-Blitze oben drauf oder irgendwas anderes. Gut, funktioniert auch. Gehen wir wieder rein, machen wir schnell einen Soundcheck und den Animationscheck. Da steht dann Fend rechts, ne? Ist auch cool. Loading-System. So, jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, ob die Blinker angezeigt werden. Blinker werden angezeigt. Arbeitslicht wird nicht angezeigt. Das normale Licht sollte angezeigt werden. Ah, genau. So habt ihr dann halt Licht, ne? In der Kabine. Ne? So. Dass wir das auch schon mal gesehen haben. So, fahren wir einmal vor. Ne, ihr seht, der Joystick bewegt sich auch. Ne, also, ist jetzt, glaube ich, normaler Sound. Ist jetzt nicht der irgendwie so ein Hypersound, wie die anderen Schlepper alle haben. Also, ich finde den Teppich irgendwie geil. Sieht aus wie echt. Joa. Im Prinzip, sage ich mal, war es das denn auch schon. Und ich packe den Link in die Videobeschreibung rein, also den Download-Link. Und dann könnt ihr euch den runterladen und könnt damit fahren und Spaß haben. Weil, wie gesagt, ich finde ihn gut, kann ihn weiterempfehlen. Es ist jetzt nicht viel Schladderadatz dran. Wenn ich irgendwas vergessen habe, einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, manchmal vergisst man auch immer Sachen. Bis zum nächsten Mod und tschüss.